herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal King of Dog. Seit langer Zeit mal wieder. Das letzte Video kam, glaube ich, Anfang Januar, also circa 3 Monate her. Und es gibt gar nicht so viel, was ich akut jetzt sagen möchte mit diesem Weekly Update, was überhaupt gar nicht wöchentlich kommt. Wie man eventuell bemerkt hat, das, was ich auf jeden Fall mit sagen möchte, ist, dass ich vor ein paar Monaten einen neuen Kanal gegründet habe, nämlich King of Dog International, und auf diesem Kanal gibt es nun endlich auch mal Videos, beziehungsweise ein Video, und dieses Video heißt How Big is the Internet? Wie der Titel schon vermuten lässt, ist es ein englischsprachiges Video, was nämlich auch der Sinn dieses ganzen Kanals ist. Ich möchte meine derzeit schon existierenden Videos auf Englisch übersetzen, um einerseits vielleicht noch andere Zielgruppen zu erreichen, aber in erster Linie eben auch, um das gesprochene Englisch zu trainieren. Und ich denke, das ist ein sehr guter Weg, das zu tun. Ich hatte ja auch bereits schon mal einen Livestream auf Englisch gemacht, mehrere Stunden lang. Das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und sowas würde ich vielleicht auch mal häufiger machen und dann vor allem auch vielleicht mal auf dem King of Dog International Channel häufiger etwas hochladen. Nicht nur jetzt einmal. Außerdem arbeite ich, wie man im Hintergrund schon sehen kann, seit einer Woche, ja, seit die Osterferien begonnen haben, übrigens frohe Ostern euch allen, arbeite ich jetzt endlich mal wieder an meiner Webseite. Die hatte ich ja bereits vor 2 Jahren, glaube ich, schon angefangen und dann irgendwann nicht mehr wirklich weitergemacht. Jetzt auf jeden Fall neue Funktionen und ich hoffe, dass ich sie demnächst auch mal so veröffentlichen kann, dass ich damit vollkommen zufrieden bin, dass sie auch euch zufriedenstellen kann und vor allem, dass sie dauerhaft oder ja, für einen längeren Zeitraum online bleiben kann und keine Fehler oder sonst irgendwas auftreten, wie es ja bei der letzten Veröffentlichung am 16.09.2017 war. Da hatte ich ja anlässlich meines 4. Kanalgeburtstages bereits die Webseite einmal veröffentlicht. Allerdings hat die nicht wirklich funktioniert, weil die hatte teilweise Ladezeiten von mehreren Minuten. Und aus diesem Grund werde ich auch für die nächste Veröffentlichung, ich werde jetzt noch kein genaues Datum bekannt geben, jedoch werde ich da auf jeden Fall einen anderen Anbieter nutzen, weil so hat das ja gar keinen Zweck, das zu veröffentlichen. Da stimmt mir, glaube ich, jeder zu. Jedoch werden auch auf diesem Kanal in Zukunft mal wieder neue Videos kommen. Ich arbeite derzeit an 2 Stück. Aber dadurch, dass ich halt jetzt auch andere Projekte abseits von YouTube und so weiter abgearbeitet habe, sagen wir mal, habe ich auch wieder mehr Zeit dafür zu investieren. Und dadurch könnt ihr euch hoffentlich auf mehr neue Videos in nächster Zeit freuen. Außerdem plane ich in den nächsten Tagen mal wieder live zu streamen. Das hatte ich jetzt vor ein paar Monaten wieder aktiver angefangen. Unter anderem spiele ich meistens Team Fortress 2 natürlich. Just Cause 3 habe ich am Ende gespielt. CSGO spiele ich ab und zu. Und demnächst eventuell auch Fortnite oder andere Spiele. Eigentlich bin ich da ziemlich offen für alle Vorschläge. Und da können wir dann hoffentlich zusammen mal ein bisschen abseits von diesen doch eher informellen und ernsten Videos auf dem Kanal rüber zu Gaming, wie es ja früher war, auch mal switchen. Wenn ihr diese Livestreams sehen wollt, dann gibt es dafür mehrere Möglichkeiten. Einmal natürlich könnt ihr sie live angucken. Das geht entweder auf Twitch, auch gleichzeitig auf diesem YouTube-Kanal hier und zusätzlich noch auf Periscope, also der Twitter-Plattform für Livestreaming. Wenn ihr es speziell angucken wollt, dann geht das entweder auf Twitch. Drittens auf dem extra dafür angelegten YouTube-Channel King of Dog TV, den werde ich auch unten in der Beschreibung verlinken. Dort findet ihr alle bisherigen Livestreams nochmal als Videoform hier auf YouTube. Außerdem, was jetzt noch abseits von den ganzen anderen Themen zu sagen bleibt, ist jetzt dieses Video als, ich glaube, erstes Mal auf meinem Kanal in 4K verfügbar, was natürlich auch bedingt durch die Kamera ist, die ich jetzt euch in diesem Weekly Update das erste Mal überhaupt auf YouTube verwende. Denn die kann 4K bzw. 4K, Cine 4K oder aber auch UHD, was ja häufiger als 4K ausgegeben wird. Das wollte ich jetzt einfach mal
demonstrieren, wie gut das funktioniert, überhaupt mal aus. Weil so viel habe ich noch jetzt nicht damit an wirklich vollständigen Videos gemacht. Ich habe ein paar Timelapses gemacht, aber die sind jetzt keine wirklich aufwendigen Videoproduktionen, wo ich noch ein bisschen mehr Zeit investiert habe. Jedenfalls war es das mit diesem Weekly Update. Das nächste kommt dann wahrscheinlich so in einem Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, was dann hoffentlich im Laufe der nächsten Woche online kommt oder aber auch danach oder aber auch im nächsten Livestream. Vielleicht auch nicht, ist mir egal. Bis denn.